Servus Leute, Carlo hier und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Und wie ihr seht, ich habe jetzt meine schönen typischen Supermoto-Spiegel drauf. Mann, war das ein Geficke. Es war echt... Oh Mann. Das war echt ein Geficke. Ich habe ja schon, ich wollte ja eigentlich, ich dachte, ich kaufe die und dann, ja, passt und so, habe ich ja nicht gewusst, dass es Feingewindeschrauben sind. Dazu noch natürlich, dass es einmal Links- und einmal Rechtsgewinde ist. Das wusste ich sogar, aber ich dachte mir halt, ja, so Standard-Linksgewindeschraube, ja, kriegst schon irgendwie her im Eisenwarenladen. Ist dann alles nicht so gewesen. Letztendlich, also ich bin dann zum BMW-Händler, zum Jamsel-Händler, zur, wie gesagt, Eisenwarenhandlung und nirgends haben sie quasi genau das gehabt, was ich gebraucht habe. Beim Jamsel-Händler habe ich dann mehr Adapter gekauft für quasi von Rechtsgewinde, Steigung 1,25 auf Rechtsgewinde, Steigung 1,25 und von und einmal halt von Linksgewinde, Steigung 1,25 auf Rechtsgewinde, Steigung 1,25. Damit ich halt einfach dieselbe Höhe habe, weil sonst sieht es ja beschissen aus. Und für Rechtsgewinde, da finde ich halt diese Schrauben, aber für Linksgewinde ist halt beschissen. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöd und habe es nicht gefunden, aber ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Und es hat mir eigentlich auch, ich fand es auch gar nicht so schlecht, weil die Spiegel sowieso einen Tacken hoch hätten sollen, weil ich beim Einschlagen auf den Tank aufgekommen bin. Total dämlich. Jedenfalls, die haben, da hat das Stück 2,50 gekostet. Ist in Ordnung. Dafür, dass es nicht nur das Gewinde geändert hat, sondern auch ein bisschen nach oben gekommen ist. Was mir ganz gut taugt. Und dann habe ich halt die Schrauben noch bestellt. Und da hat dann jetzt eine Schraube, ich glaube 1,30 oder so gekostet. Ich habe mir halt ein paar Stück geholt, dass ich für spätere Projekte vielleicht, weil es ist ja nicht nur bei der Jamsel so, ist ja auch bei Suzuki ist, glaube ich, war es glaube ich auch so, oder? Das ist auch eins links Gewinde und glaube ich auch Feingewinde sowieso überall. Auf jeden Fall sind sie jetzt dran. Die Schrauben, die werden noch versenkt. Ich habe jetzt nur keinen Bock gehabt, das noch aufzubohren. Ich wollte es jetzt einfach mal dran gehabt haben. Und ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie ich ja schon gesagt habe, ich würde gerne in den Spiegel auch ein bisschen was sehen. Manchen ist es scheißegal. Die brauchen einfach Spiegel, damit wir hier dran sind, damit sie vom Gesetz her abgesichert sind. Aber ich würde eigentlich schon gerne auch was drin sehen. Und das Problem ist halt, also so links und rechts hinter mir, okay, da sehe ich ein bisschen was. Aber halt so genau hinter mir, da sehe ich halt nichts. Stuhl stehen, gut. Da sehe ich eben fast gar nichts. Also ich muss halt, total beschissen. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, ob ich sie dran lasse. Und natürlich die andere Sache, ich muss die auf jeden Fall so weit drüber tun, damit ich überhaupt was sehe, sind meine Armaturen verdeckt. Was jetzt nicht ganz so schlimm ist, ich weiß ja, wo was ist, aber es ist halt ein bisschen eng, ein bisschen blöd. Und von der Optik her, ich finde es halt geil, dass es jetzt eine Linie mehr oder weniger ist. Klar, die schauen jetzt raus, aber das ist ja kein Problem, das lässt sich ja fixen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ist halt eigentlich blöd, weil jetzt mit allem drum und dran hat es jetzt halt schon, die Spiegel haben 25 gekostet und jetzt die Schrauben und alles mögliche nochmal. Mir ist halt schon bei, keine Ahnung, 35 mit Versand und allem wahrscheinlich bei 40. Aber ich habe natürlich mehr Schrauben gekauft, als ich gebraucht hätte. Egal, das Spiegel habe ich ja trotzdem. Gibt ja auch noch andere Motorräder. Und Supermoto steht auch noch auf meinem Plan. Aber. Oder zumindest. Egal, ich sag nichts. Werdet ihr dann sehen, wenn es mal soweit ist. Also ist kein rausgeschmissenes Geld. Ist nur jetzt dann in dem Moment vielleicht rausgeschmissen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich sie dran lasse.
Ich finde die Originalspiele auch nicht schlimm, die sind nur scheiße, weil die einen Tag länger sein müssen. Aber da gibt es auch so Buchsen, um die ein bisschen auseinander, noch ein bisschen zu verlängern. Habe ich nur noch nicht gefunden. Das muss ich die halt selber machen. Ich sag, optisch ist schon cool. Mir gefällt es schon. Ich mag das, wenn keine Spiegel nach oben wegschauen. Und jetzt wäre noch die Möglichkeit, ich hatte einen anderen Lenker noch gekauft, der mir nicht ganz so getaugt hat. Der war ganz gut, aber jetzt nicht mega geil. Vielleicht mache ich den mal dran, und ich habe auch noch so Adapter gekauft. Oder nicht Adapter, sondern einfach so. Einfach nur Befestigung, nur für Spiegel. Dass du halt einfach nur einen Spiegel festschrauben kannst. Und mit denen. Weil die kann ich ja dann auch anders positionieren, aber. Andererseits, ich kann die auch nicht weiter nach außen tun. Bin mir nicht sicher. Ich könnte sie ganz außen tun. Na. Ist alles ein bisschen bauchig. Das Motorrad macht so Spaß. Ich liebe den Motor. Ey, fahr auf deiner Spur bitte. Ich glaube, ich bin da noch nie abgebogen. Ich glaube, das mache ich jetzt gerade einmal. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich rauskomme, aber die Strecke an sich kenne ich nicht. Ui. Ich kann ja gerade noch einmal kurz absteigen, und dann könnt ihr so einmal so die Spiegel, also dann seht ihr nochmal, dass ihr so nochmal von außen seht. Schaltet ihr vielleicht auch nicht. Aha. Wo komme ich genau raus? Egal, warte, hier kann ich ja kurz. Ah! Nee. Ah, doch! Nee. Hm? Doch. Ja, ich weiß, wo ich bin. Ich war gerade voll. So. Ja, da muss sowieso, da muss ja, hier muss noch eine Scheibe hin. Ist noch ein bisschen zu offen. Aber es ist halt schon, macht es halt schon ein bisschen sneaky. Bisschen geiler. Oh, der schöne Zartauspuff. Oh, papapa. Ich liebe ihn. Naja, okay. Passt. Ich will hier keinen belästigen, auch wenn hier wahrscheinlich niemand ist. Aber es aus, also so Schlussfazit quasi für die Spiegel. An sich geil. Einfach, dass du die Möglichkeit hast, überhaupt so ein Spiel dran zu haben. Ist halt mega. Na, komm, ich fahr einfach hier wieder zurück. Ist halt an sich mega. Und sehen auch geil aus. Praktisch auf diesem Motorrad mit dem Standardlenker halt nicht so richtig. Scheiße, keine Chance. Der war laut, der Knall. Hat man den gehört? Vielleicht. Ja, ich sehe halt einfach nichts hinter mir. Das ist halt einfach so. Aber das ist ja, das liegt ja nicht an den Spiegeln, ne? Das ist halt, weil ich schaue halt auf mich drauf, ist ja ganz klar. Da gebe ich dem Spieler keine Schuld. Ah, scheiße. Ich hatte einen Fuß nicht auf der Bremse, und deswegen bin ich wieder runtergegangen. Das war mir dann zu sketchy, weil die kommt auf einmal dann schnell hoch, und dann. Ja. Und so ist Style-Faktor. Da die Schrauben, die muss halt die müssen versenkt sein. Das hat so keinen Zweck. Aber das war jetzt einfach nur hingeklatscht, dass ich es mal sehe. Ob ich überhaupt was sehe.
Und dafür ist es eigentlich halt ganz schnieke. Schnieke, Alter, ganz schnieke. Guck, ich sehe halt einfach nicht, ob was hinter mir ist. Ich muss so. So muss ich fahren. So, cool. Behindert. Ja, und vom Preis her ist auch geil. Ich meine, 25 Euro ist in Ordnung. Die sind jetzt auch noch nicht locker geworden. Ich bin jetzt aber auch noch nicht viel gefahren. Also, ne? Wenn ihr drauf scheißt, ob ihr was seht, dann mega, passt. Sieht cool aus, nehmen keinen Platz weg. Die sind in Ordnung. Aber wenn ihr halt wirklich was sehen wollt, dann ist es wahrscheinlich der falsche Spiegel. Guck, ist jemand hinter mir? Ja, nein. Ich don't see anything. Okay. Ich kann's gerade nicht, tut mir leid. Peinlich. Also, ne? Das war jetzt der zweite Teil zu meinem wunderschönen Spiegelvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder so habt, dann ab in die Kommentare damit, beantworte sie gerne. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst euch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, vielleicht nicht über die Spiegelvideos, aber noch bessere Videos, dann könnt ihr auch gerne den Channel abonnieren. Würde mich mega freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!